starten darf. Kein Wunder, dass sie in der Politik diesmals als grüne Europaabgeordnete nicht so lange durchgehalten hat. Jetzt ediert sie eine verdienstvolle Hörbuchedition, um das in Scheidung befindliche vereinte Europa wieder zueinander zu bringen. Zuerst ein Porträt. You name it, she's done it. Mercedes Echerer ist ein Tausendsassa par excellence. Seit ihrem Fernsehdebüt als Moderatorin des ORF-Kultformats Kunststücke hat sie nicht nur in Film und Fernsehen und auf unzähligen Bühnen brilliert, sondern sich auch auf der politischen Bühne als EU-Parlamentarierin einen Namen gemacht. Seit ihrem Ausstieg aus der Politik hat sie wieder mehr Zeit für die Kunst. So ist sie zum Beispiel Intendantin des Filmfestivals EU XX Large und gemeinsam mit dem Verleger Losche Wieser Herausgeberin der Reihe Europa erlesen, Europa erhören. In der neuen Hörbuchedition lesen Stars wie Erwin Steinhauer, Cornelius Obonja und Viktor Gernot Texte zu europäischen Ländern. Ihr Interesse am europäischen Melting Pot der Kulturen hat sich schon früh entwickelt. Die gebürtige Linzerin ist zweisprachig aufgewachsen in einem deutsch-ungarischen Haushalt. Jetzt ist sie bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Mercedes Echerer. Mercedes, schön, dass du hier bist. Zunächst, was darf ich dir anbieten? Rotwein oder Rivella? Rotwein. Ich habe es gehofft, in großer Sympathie für dich. Ich merke, dass man ja inkorrekterweise rauchen darf. Robert, darf ich eine abschnauben von dir? Bitte. Danke. Ach, das ist eine Orgie der Inkorrektheit. Sowas von wohlgefühlt habe ich mich hier schon lang nicht mehr. Sollte man nicht irgendwelche unkorrekten Wörter jetzt noch sagen? Ich will jetzt keine Beispiele nennen, jetzt könnte man eigentlich beginnen. Sprich einfach weiter, dann wird schon eins kommen. Na, lieber nicht, und dann muss man das wieder rausschneiden, das traue ich mich einfach nicht. Sag einmal, meine liebe Mercedes, zum Wohl übrigens. Der Robert Menasse hatte mal ein Drittel des EU-Parlaments, ich zitiere, eine Sondermülldeponie gescheiterter nationaler Politiker genannt. Kannst du das wenigstens tendenziell bestätigen? Nein. Schaut. Nein, tut mir leid. Das trifft vielleicht für einen winzigen Prozentsatz zu, aber grosso modo stimmt das nicht. Also es gibt einige Länder, das hat mich erstaunt und sehr positiv gestimmt, die wirklich ein Konzept haben, wen schicken sie denn in die Wahlen zum Europaparlament? Also allen voran die Niederländer, ja. Die schicken junge Leute neben Erfahrenen hin, auch die Franzosen. Und wenn du dann wirklich alle drei Institutionen durchgemacht hast, du warst Beamtin oder Beamter in der Kommission oder im Rat, warst dann Abgeordnete, bist vielleicht sogar in deiner Fraktion eine Art Redelsführer oder hast dich mit manchen Kompetenzen wirklich gut situiert, dann bist du ministrabel. Ja. Das heißt, diesen Kolleginnen und Kollegen kann man kein X für ein U machen, weil die haben die Institutionen alle drei durchlaufen, haben wahnsinnig viel gelernt, haben ein unheimliches Netzwerk aufgebaut. Die Briten zum Beispiel haben das auch thematisch besetzt. Die haben gesagt, wo sind wir stark, wo haben wir schon mehr als der alte Kontinent aufgebaut, zum Beispiel im Telekom-Bereich, und haben versucht in der Kommission, auch in der Beamtenschaft, nicht auf der politischen Ebene, das zu besetzen. Also das stimmt so nicht. Warum ist aber dann dass mit dieser dir Eindruck nicht erweckt wird, das kann ich verstehen. Ja, ja. Warum ist es mit dir nicht weitergegangen? Ich wollte nicht mehr. Warum wolltest du nicht mehr? Du hast deine Karriere aufgegeben dafür, eine Schauspielkarriere, eine bemerkenswerte. Ich habe sie abgebrochen. Das ist ein Unterschied. Bist du da nicht in ein Loch gestürzt? Das war das nach 5 Jahren aus. Und warum wolltest du denn eigentlich nicht mehr? Nach den ersten 2,5 Jahren ist es üblich, dass deine eigene Fraktion dich fragt, willst du noch einmal ins Rennen gehen oder nicht? Das heißt, verklausuliert nichts anderes als die nächste Hälfte der Legislaturperiode musst du dich ein bisschen richten. Das war schon etwas, was mir nicht so gut gefallen hat, weil ich hatte relativ freie Hand in Europa. Dani Cohn-Bendit und Janis Hohenhuber haben mir wirklich den Rücken freigehalten. Da war ein leeres Blatt Papier zu dem Bereich Kultur, Medienpolitik, da durfte ich draufschreiben und auch die Grünen in eine Richtung verführen, sage ich jetzt mal. Ja. Das war möglich mit diesen Kapazundern als Rückendeckung. Das wäre nicht mehr gegangen, um wiedergewählt zu werden. Aber das ist nur ein Aspekt. Zwei wesentlich wichtigere Aspekte waren, ich hatte Angst, meine Familie zu verlieren. Wenn man wirklich so wahnsinnig viel unterwegs ist, man reist ständig, man ist vielleicht
also wirklich nicht mehr als 2 Tage hintereinander pro Woche zu Hause. Das heißt eine Nacht. Das ist zu wenig. Mhm. Meine Kinder waren damals auch in einem Schulalter, also gerade mit der Schule begonnen. Also die Kinder nur von den Fotografien oder mit guter Nachgeschichte am Handy. Nein, das fand ich keine Lösung für die nächsten 5 Jahre. Und last but not least war es auch mein Beruf. Ich habe gesehen, gespürt, mir fehlt das Theater. Das ist mein Zuhause. So sehr auch Europa mein Zuhause ist, politisch wie gesellschaftlich, ist mein seelisches Zuhause neben meiner Familie einfach die Bühne. Und ich wusste, wenn ich noch einmal 5 Jahre in Brüssel bleiben wollen würde, könnte, wäre das Zurückkommen auf die Bühne fast unmöglich, weil es ja dich auch sehr verändert. Und wenn du so lange weg bist, vergisst dich doch jeder. Weiß doch keiner mehr, wer du bist. Eben. Kannst du nun der aktuellen grünen Regierungsbeteiligung in Wien etwas Fröhliches abgewinnen? Da bin ich befangen, da möchte ich gar nichts sagen. Wie gefällt denn dir das? Ich glaube, dass also erstens einmal entspricht der Stadt. Ja? Wien ist traditionell rot. Und, das ja, und der Wiener Wald ist rundherum, aber sonst? Wien ist traditionell rot und das rote Wien hat also große Leistungen vollbracht. Mhm. Ja? Aber gleichzeitig ist die ewige, alleinige Herrschaft einer Partei, und wir haben das in den letzten Jahren in Wien auch gesehen, sagen wir jetzt, auch sehr problematisch. Ja? Mhm. Und ich will nicht, dass Wien schwarz oder blau wird. Ja? Aber sehr viele vernünftige und zukunftsweisende Projekte und Ideen kommen von den Grünen. Und wenn die ewig in Opposition sind und nicht die Möglichkeit haben, da wirklich was gestaltend einzubringen, dann verpufft das. Ja? Und stattdessen haben wir nur also eine immer selbstgefälliger und immer autokratischer werdende sozialdemokratische Herrschaft, die wir haben es gesehen, also wie in den letzten Jahren, wie klassische sozialdemokratische Werte auf der einen Seite einfach verloren gehen, ja? Und auf der anderen Seite keine neuen zukunftsweisenden oder zumindest zeitgenössischen Ideen in diesem Verwaltungsapparat mehr entstehen können, nicht? Mercedes, jetzt, du bist zurückgekehrt in den Beruf. Bist du wirklich in ihn zurückgekehrt? Hat man dich so willkommen geheißen, wie du es gehofft hast? Hast du nicht Angst gehabt damals, dass das irgendwie schlecht ausgeht? Ich hatte Angst, das gebe ich ehrlich zu, aber es war das erste Willkommen, war überraschender, als ich mir das gewagt habe zu erträumen. Ja, also es war gleich Reichenau. Ich habe gleich den Neströ moderiert. Also es war wunderbar. Dann allerdings war es ein bisschen schwierig. Dann habe ich gemerkt, ist eine Punzierung da. Die gab es auch in der alten ORF-Führung, zu der damaligen Zeit, 2004, 2005, als ich zurückgekommen bin. Ich habe so das Gefühl gehabt, ich bin eine Persona non grata. Bei Besetzungen generell, ob das jetzt am Theater oder beim Film oder im Fernsehen war. Und das hat sich dann irgendwann einfach aufgehört, weil das läuft aus. Ja. Auch wenn ich mich mal vielleicht da oder dort politisch zu Wort gemeldet habe, in Österreich war ich politisch ein völlig unbeschriebenes Blatt und uninteressant. Ich hatte mehr Interviews in der Le Monde oder in der Taz oder in der Frankfurter als in allen österreichischen Medien zusammen. Ja. Du hast jetzt eine wunderschöne Hörbuchedition mit dem sehr tapferen und verdienstvollen Verleger Loise Wieser herausgegeben, der als Kärntner Slowene nicht immer einfach, wie man sich vorstellen kann. Texte aus den Regionen Europas. Würdest du uns vielleicht was vorlesen daraus? Sehr gerne. Ich habe zufälligerweise, ich habe wirklich immer eins von den Büchern in der Tasche mit. Und ich habe mir eigentlich gedacht, ich frage euch Burschen, die 4 habe jetzt mit, was wollt ihr? Aber ich erlaube euch jetzt doch keine Auswahl, weil angesichts des ersten kleinen Gesprächs zwischen euch habe ich mir gedacht, möchte ich jetzt einen ganz bestimmten Text lesen. Okay. Und zwar nur einen Auszug von der Inge Merkel, ein Text mit dem Titel Das Wiener Gift. Warte mal, Moment. Seit ein paar Monaten geht das nicht mehr ohne. So, jetzt. Haha. Ein Alter hat Wien einmal die Ventosa et Venenosa genannt, die windige und giftige Stadt. Ich bin in diesem giftgeschwängerten Wind groß geworden,
diesem Wind, der nichts Festes, Verlässliches bestehen lässt, der wehende Bilder macht, die man nicht festhalten, Gedanken, die man nicht zu Ende denken kann. Ich liebe diesen Wind und ich bin dem Gift dieser Stadt verfallen, diesem Gift einer sinnlichen, etwas koketten Schwermut, die die Kontur ihrer Hügel, die Krümmung ihrer Gassen gestaltet hat und auch das vexatorische Licht, das im Augenblick der berauschendsten Strahlung plötzlich in livides Blau verfällt, wie die Züge eines Sterbenden. Ich liebe dieses schwülend nervende, gauklerische, verwirrende, charakterlose und korrupte, dieses dreckige und überständige, von seiner Vergangenheit überfressene und übertrunkene Wien im Schimmel seiner musealen Prostitution. Diese Stadt, die Ehrwürdiges nicht anbetet und das Gemeine nicht bekämpft, die beides nur beschaut, benörgelt und dann mit einem Witz abtut. Ich hänge an dieser Stadt und liebe sie mit Hass und mit Zärtlichkeit, mit Grausen und Gelächter und mit einer kühlen, sachlichen Traurigkeit, die irgendwo etwas frivol getönt ist. Ich danke dir schön. Bleib bitte hier. Gern. Meine Damen und Herren, Konrad Paul Liesmann ist Philosoph. Und das ist keine einfache Position in einer Nation, die ihren Wohlstand zwar maßgeblich aus ihrer Kultur bezieht, Künste und Geisteswissenschaften aber schon in der Schule marginalisiert. Noch schwerer ist es, wenn man wie er auf einer gewissen Öffentlichkeit besteht und sich ideologischer Zuordnung beharrlich verweigert. Soeben ist sein fulminantes Buch über die Ästhetik des Alltags erschienen. Zunächst ein literarisches Verhör. Haben Sie einen Spitznamen? Nein. Ist das Audimax ein Hort des Widerstands? Ja, es war für kurze Zeit ein Ort, an dem Widerstand versucht wurde. Mittlerweile ist es das, was ein Audimax zu sein hat, der größte Hörsaal einer Universität. Empfanden Sie Solidarität mit den Studenten? In gewisser Weise ja. Ich bin auch dort aufgetreten während dieser heißen Wochen und habe mit den Studenten diskutiert und habe also sozusagen sehr viele dieser Anliegen, dieser kritischen Anliegen gut verstehen können. Haben Sie jemals etwas illegal heruntergeladen? Meines Wissens nicht, nein. Hängen Sie manchmal in Diskos ab? Nie. Nein. Früher nicht und jetzt schon gar nicht. Proll Senior oder Proll Junior, wer ist Ihnen lieber? Ach, das ist eine wirklich ganz, ganz schwierige Frage, zwischen zwei Verhängnissen sich zu entscheiden. Aber wenn, dann Proll Junior. Cremeschnitte oder Punschkrapferl? Punschkrapferl natürlich. Wie haben Sie Silvester verbracht? Sie werden jetzt sich wundern, mit meinen kleinen Neffen Raketen schießend. Wie viele Diäten haben Sie schon gemacht? Keine. Zu welchem Thema haben Sie keine fundierte Meinung? Zu fast allen. Was sind die kleinen Freuden des Lebens? Also ich denke, das Leben besteht überhaupt nur, wenn es um Freuden geht, aus kleinen Freuden. Also ich glaube nicht an die großen Ekstasen und an die Paradiese auf Erden. Haben Sie jemals einen Joint geraucht? Nie. Sind Sie eitel? Ich glaube nicht. Ist Julian Assange ein Held? Für mich nicht. Mögen Sie sich selbst? Ja, ich denke eigentlich schon, ja. Willkommen, schön, dass Sie hier sind. Was darf denn sein, Rotwein oder Rivella? Das Antialkoholische, ich glaube, das ist das Rivella, oder? Wirklich? Ja, wirklich, ja. Na gut. Kennen Sie das noch von früher? Na, das habe ich nie getrunken als Kind. Ich habe Sie warnend angeblickt vorher. Wieso in Österreich etwas immer gleich Anti ist, wenn es etwas nicht ist? Anti-Alkohol, es ist nicht alkoholisch. Nicht alkoholisch, ja. Es ist nicht gegen Alkohol, sondern nur jetzt kein Alkohol. Wohlbekomm's. Nun, es gab in der Philosophie immer eine Regel, mit Alltagsbanalitäten stellt man sich nicht her. Das sei unwürdig dieser Kunst des Denkens. Sie thematisieren das nun sehr wohl. Warum? Na, es stimmt ja nicht ganz, dass es in der Philosophie nie um alltägliche Dinge gegangen wäre.
Natürlich haben schon die antiken Philosophen auch über den Alltag nachgedacht und über die Gegenstände, mit denen wir uns im Alltag umgeben. Und ich darf dann erinnern, dass eines wahrscheinlich der wesentlichen